Linden feiert ein Straßenfest und wir sitzen hier fest in den Straßen mit wenig Raum für unseren Traum. Hallo zusammen, ja schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Toll, dass das geklappt hat hier mit der Straßensperrung, dass wir hier gemeinsam zusammen sind, zusammenstehen, zusammen für den Klimaschutz uns begeistern und was tun einfach. Es ist so einfach wegzuschauen, nicht zu sehen, was passiert auf dieser Welt. Und es ist auch einfach abzuhauen, zu denken, hey, das geht auch mich nichts an. Wohin ist denn die Menschlichkeit, zu sagen, ich bin dazu bereit, mich auch für andere stark zu machen? Es ist schon klasse, was es an Bewegung sich auf so einer Straße entwickeln kann, wenn die Autos weg sind. Die Radfahrer sind hier gleichberechtigt, die Fußgänger können hier gefahrlos gehen. Es gibt Grün an den Fassaden, es gibt Schattenbäume. Was nach einem Jahr auf jeden Fall endlich hier eintreffen sollte, ist, dass wir ein integriertes Verkehrskonzept haben. Und nicht nur haben und gebunden nach vorne und schön in der Schublade, sondern auch, dass wir auch angefangen haben, das umzusetzen. Ein Projekt, hatten wir aber auch schon im letzten Punkt gesagt, wäre sicher der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr. Das liegt aber nur, wie die Kollegin auch schon sagte, wenn es für die Bürger alltagstauglich ist. Das heißt, es kann nicht sein, dass der Weg zu weit ist, dass die Taktung viel zu weit weg ist und dass es einfach nicht realisierbar ist. Die Hoffnungen sind nicht groß, dass wir in einem Jahr da was umsetzen. Die sind dann groß, wenn wir, ich sag mal, diametral was in den Mehrheitsverhältnissen ändern in Linden. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Glaubst du immer noch daran, dass irgendjemand für dich die Welt retten kann? Ich allein kann ja eh nichts machen. Ich allein bin so ein kleines Licht. Ich allein kann doch kein Feuer entfachen. Ich allein trau mich nicht, doch worauf wartest du? Worauf wartest du? Glaubst du immer noch daran, dass irgendjemand für dich die Welt retten kann? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Glaubst du immer noch daran, dass irgendjemand für dich die Welt retten kann? Was hält dich ab, einfach aufzustehen? Was hält dich ab, zu sagen, es reicht? Was hält dich ab, auf die Straße zu gehen? Was hält dich ab? Los, mach's gleich, denn worauf wartest du? Worauf wartest du? Glaubst du immer noch daran, dass irgendjemand für dich die Welt retten kann? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Glaubst du immer noch daran, dass irgendjemand für dich die Welt retten kann? Worauf wartest du?